Stellen Sie sich vor, Sie steigen in ein ganz normales Kölner Taxi und sind zum Beispiel unterwegs in eine Karaoke-Bar. Doch lange bevor Sie Ihr Ziel erreichen, geht die Party schon los. Denn direkt im Taxi ist Taxifahrer Kürsat Isikolo und drückt die richtigen Knöpfe. Dann verwandelt sich sein Wagen in ein Partymobil. Atemlos durch die Nacht, bis ein neuer Tag erwacht. Atemlos, einfach raus, deine Augen ziehen mich aus. Also es war sehr bekloppt. Ich hatte jetzt nicht damit gerechnet, dass es auf einmal eine fahrende Disco wird. Impressive. Beeindruckend, echt stark, macht irre Spaß. Echt überraschend, aber Hammer. Habe ich nie gesehen. Als wenn mehr Taxis als Lieder spielen würden, finde ich gut. Ein normaler Mittwochabend in Köln. Am Heumarkt wartet eine lange Schlange Taxis auf Kundschaft. Alle Autos sehen irgendwie gleich aus, von außen. Aber das von Kürsat Isikolo fällt trotzdem aus der Reihe. Man muss auch ein bisschen Spaß dran haben. Und ich versuche immer, eine unvergessliche Fahrt anzubieten. Also jede andere Taxifahrt hat man schnell vergessen. Aber die Taxifahrt, die vergisst man so schnell nicht. Weil er seinen Kunden mehr bieten wollte, motzte der gelernte Elektroniker seinen Wagen nach und nach auf. Mit Lichteffekten und einer sehr umfassenden Musikauswahl. Und wenn die Kölner Nachtschwärmer dann bei ihm einsteigen, startet der 47-Jährige sein ganz spezielles Unterhaltungsprogramm. Ich bin locker Patriot, mein stolzer Großmengenfahren, ich bin Rot und Wies. Nach wenigen Sekunden haben selbst fremde Fahrgäste verstanden, dass Spaß und gute Laune in diesem Taxi mitfahren. Russ in die große Welt. Doch mich kriegst du hier nicht fort. Kann nicht sagen, was mich hier hält. Zu 90% klappt es. Ohne weiteres. Manche fangen beim ersten Lied so langsam am Tippen mit dem Fuß. Und sobald ich jetzt auch leise erstmal mitsinge und dann mit Mikrofon auch mitsinge, machen die automatisch mit. In den amerikanischen Stretch-Limousinen gibt es die Party inklusive schon länger, allerdings gegen Aufpreis. Im Easy-Taxi ist das Showprogramm im normalen Taxitarif bereits drin. Und auch der Polizei ist das blinkende Auto schon aufgefallen. Eine Ampel stand jetzt hier, so wie ich jetzt momentan stehe. Und auf der linken Seite kam dann die Polizei, hat das Licht gesehen, machte das Fenster runter und fragte, ob das überhaupt erlaubt wäre. Ich habe in dem Moment den Stecker gezogen, habe das Licht ausgemacht. Und dann meinte er, ich könnte das jetzt den Kunden nicht antun, ich kann es wieder anmachen. In der Straßenverkehrsordnung ist Innenraumbeleuchtung im Auto grundsätzlich nicht verboten, solange der Fahrer sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer dadurch nicht ablenkt und gefährdet. Simon und Jolene fühlen sich total wohl in der fahrenden Disco. Ich bin nur ne Kölsche Jung. Sie sind zwar zu Beginn noch etwas schüchtern, dafür aber sehr textsicher. Da liegt mal auf der Zunge. Auf jeden Fall unterhaltsam. Also die Strecke, also von der Zeit her, es ging wirklich schnell vorbei, kann man so sagen. Ja. Zu kurz, wenn man so will. Ich fand's super. Also ich würde noch mal einsteigen. Die Geschäftsidee funktioniert und der Arbeitsalltag im Easy Taxi ist jetzt ganz anders als früher. Von A nach B sind wir dann gefahren und haben dann abgesetzt. Aber jetzt sind auch sehr viele Kunden stammkundenmäßig, wenn er mich anruft, mich zu einem Standort ruft, dann sagt er, nimm den weitesten Weg.